Nee. Moment. Hier ist Papa voll vom Stuhl. Er ist gerade im Fitnesscenter. Irgendwo hier soll doch das Dings gewesen sein, ne? Das Pool-Dings da, das... wo war denn das? Wo ist denn das? Wo ist das? Hä? War hier... Ach, hier ist das. Hier müsste er doch eigentlich noch sein, oder? Hier ist Emo Dickmann. Hier ist Schnucki Dickmann. Vito Alto. Nick Alto. Ah, die sind schon wieder nach Hause gegangen, wa? Ah, na gut, denn. Aber es gibt's die immer doppelt. Vielleicht habe ich mal das Glück, dass ich die mal erwische, wenn die wenn die mal, weil das Paparazzi-Alter, ganz ehrlich, das muss nie sein. Was? Meister der Künste. Achso. Ach, deswegen hat er dauernd wegen Gitarre lernen und so, deswegen will er das dauernd. Alter, was ist denn hier los? Hier haben sie alles nass gemacht. Alles überflutet und dreckig und... Oh, da könnte Gronkh hingehen und die Vera Antwen Bescheid sagen und die kommt denn da hin und sagt dann Fäkalien, überall Fäkalien. So. Ja, der Gronkh, der duscht. Der müsste ja auch bald fertig sein. Und dann muss er auch dringendst nach Hause. Und der Walle, der sagt... Ne. Du hast dich doch jetzt nicht hier... Nee, hat er nicht. Aber Hunger hat er ganz schön. Teile ich die Meinung einfach mal. Da muss er Zerstörung. Er muss schlafen einfach. So, und der Walle, der kann sich erstmal am Herd versuchen. Abendessen servieren. Herbstsalat, klebrige Carbonara. Da kann man Carbonara machen einfach. Ich gehe erstmal in die Toilette ein paar Carbonara legen und auch wenn es sich ekelhaft anhört. Aber ich komme gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ach ja, da wollte er Essen machen. Siehst du. Gronkh, was ist der jetzt? Der kann dann eigentlich auch nach Hause, wenn er fertig ist. Der müsste ja gleich fertig sein, genau. Dann muss er nach Hause unbedingt. Dann kann er die Futze aufwischen, auf jeden Fall. Und der Rumpel, der futtert da ganz gemächlich vor sich hin. Das ist sehr schön. Aber gegrillt haben sie immer noch nicht. Ah, das müssen sie dann irgendwie... Ja, am Wochenende kann ich das ja nicht machen lassen, einfach. Weil... am Wochenende müssen die arbeiten, beide. Na gut, Gronkh nicht, komischerweise. Aber der Walle, der hat nicht so viel frei als der Gronkh. Das ist irgendwie ein bisschen gemein. Ah, was soll's. Da müssen sie beide durch. So, Gronkh, was hast du denn? Hunger hast du. Der kann sich einfach mal einen Zungenkisten nehmen. Der kann sich erstmal Waffeln reinschieben einfach. Also in den Mund. Also die Waffeln in den Mund schieben, nicht was ihr denkt. Ja, Energie ist ziemlich runter, Zerstörung auch. Dann kannst du erstmal
Schlafen wie ein Rumpel. Das hast du dir verdient. Qualität normal. Oh. Kann er das als eigentlich wegbringen? Ich weiß es nicht. Obwohl, das muss er morgen machen. Muss er morgen arbeiten? Ah, der muss morgen arbeiten. Kann er das... Eigentlich kann er das ja dann ins Inventar schmeißen, aber nicht, dass das nachher anfängt zu stinken oder so. Alter, er hat 7 Fische gefangen. Alter. Auto im Inventar, das ist auch sehr schön. So. Bringe Rezept mal Zeiten zum Bistro, zum kleinen Korsen. Ja. Zum Bistro vom kleinen Korsen. Der müsste ja auch ja, stetig aufhaben, denke ich mal. Muss doch irgendwo ein Stern sein, oder? Oder muss das jetzt schon wieder suchen? Das ist Rangy, Connor. Wo ist Heilung? Ach hier. Nein! Kommt zwischen 8 und 19 Uhr wieder. Nein! Verdammt. Och Mann, das geht nicht. Das ist ja blöd. Der muss ja das erstmal... Der muss ja das erstmal... Ah, das... So. Dreh noch ruhig. Der muss ja das erstmal in den Kühlschrank machen. Ach ja, Hunger hat er ja auch noch, ne? Der muss da... Kann der Sarazan noch was machen? Weil die Waffeln, die... kann er na Energie der kann ein paar Hotdogs machen, wa? Aber muss er draußen am Grill machen, wa? Das hätte ich auch mal sehen, wie er draußen am Grill da die Hotdogs zubereitet. Einfach auf Hotdogs hätte ich jetzt auch Bock. Und das gibt's doch nicht. Rangehen. Wer ruft nun um 21.33 Uhr noch an, Alter? Auf dem Weg nach oben. Ja, nach unten geht ja auch schlecht, ne? Naja, gut, auf... Nach unten geht. Aber da müssen wir vom Dach springen oder so. Auf dem Weg nach oben für Gronkh. Ein Talentscout hatte ich beim Training beobachtet und glaub nun, dass du das Zeug zum Profi hast. Begib dich zum Stadion und besorg dir einen Job als Profisportler, um zu sehen, ob du es wirklich drauf hast. Na, Gronkh als Sportler? Ich weiß es nicht. Begib dich zum Stadion und besorg dir einen Job als Profisportler, um dir Geld und Leistungssymbol zu verdienen. Nee. Noch lasse ich ihn bei der Army einfach. Und erstmal soll er ja da bleiben. Du sollst dich mit der Wand reden, Gronkh. Du kannst erstmal aufräumen, das wäre auch mal schön. Ah, siehst du, der Walle, der geht nach draußen. Zu dem Grill. Und na, jetzt haben sie heute dennoch gegrillt. Jetzt brauchen wir noch draußen. Das sieht doch super aus. Mmh.
Können wir glatten Würstchen vom Grill nehmen einfach. Oh. Level 3. Glückwunsch, Sarazard, für die Fähigkeit kochen zu ihm Level 3 erreicht. Sarazard. Ups. Ih, da liegt ein Würstchen unten. Ja, genau, liegt. Das ist doch unhygienisch, Alter. Sarazan kann neue Rezepte in der Buchhandlung kaufen. Das ist schön. Alter. Ja, ess mal draußen, das ist auch sehr schön. Nein, du sollst essen, nicht ich. Teller nehmen. Was? Logikfähigkeit verbessert, ich glaube nicht. Ein neues Rezept lernen. Könnte er vielleicht auch mal machen. Aber der muss ja, oh, der muss ja so viel machen gerade. Der muss ja noch Rezepte wegbringen, muss ja das, noch das Essen wegbringen und so. Der Gronkh, der hat ziemlich viel Spaß, wie man sieht. Die Energie ist ziemlich runter. Der muss erstmal schlafen bis zum geht nicht mehr. Muss er morgen arbeiten? Ja. In 8 Stunden. Ja, die 8 Stunden schläft er, denke ich mal auch. Rumpel. Du sollst schlafen, Alter. Sonst. Naja. So, dann kann er die Reste mal wegstellen, weil drauf, wenn das alles draußen steht. Ja, das will man ja nicht so. Aber dass er den Teller auch reinbringt wieder und einfach mal abwischt. Ich will mir dazu faulen, so ich hätte ihn doch stehen lassen. Nein, stehen lassen nicht, aber wie ist es reingebracht? Weil draußen Geschirr stehen lassen, das ist nicht gut. Ich meine, gut, wenn es regnet, dann wird er so automatisch abgewaschen. So spülmaschineneffektmäßig. Du kannst mal dein Harngedränge noch in die Schüssel drücken und dann kannst du auch mal pennen. Dann haben wir den Tag auch schon wieder beendet. Und der zieht sich nicht mal die Hose runter oder so. Das lässt einfach laufen oder was? Macht sich nur, ich glaube, der macht sich nur die Hose auf oder so. Ein ganz fauler. An hier müsste ich ja auch mal noch eine neue Lampe noch hinsetzen, weil hier ist es schön hell und da ist es dunkel. Und Turbo schlafen. Wer muss wann wieder hoch? 14 Stunden. Also Gronkh muss morgen. Der muss, glaube ich, 5 Stunden. Der wird das, glaube ich, gar nicht ganz schaffen. Weil das doch ein wenig. 4 Stunden. Ich glaube, in 3 Stunden. Also bei 3 Stunden. Steht er, glaube ich, noch auf oder nicht? Oder keine Ahnung. Die Fahrgemeinschaft für Gronkh Rangy fährt ab einer Stunde. Haben wir schon gedacht. Der muss aber auch noch was essen. Na, viel braucht er eigentlich nicht. Eigentlich kann er noch ein Let's Play aufnehmen. In Unterhosen ist das immer gut. Gerade mit Facecam. In Unterhosen Let's Plays aufnehmen, das so machen, das so macht er das immer, kennt man ja. Deswegen werde ich mal hier einfach mal in die Tonne klöppeln. So. Grob kratzen. Alter, der Rumpel, ne? Oh, Zerstörung, Alter! No. Wie traurig der Rumpel guckt hier. No.
Den kann ich auch mal aufwecken gerade. Dann kann er mal raus. Ja, der Rumpel, der kann einfach... Der Gronkh, der muss jetzt auch mal aufhören. Der muss nämlich zur Arbeit. Sei wie so ein Spaß gehabt. Eine schöne Zeit haben, ja, das ist mir klar. Alter, der Rumpel, ey, der sieht so schlimm aus einfach. Und er guckt so traurig. Oh. So, dann muss er endlich mal kauen. Danach hat er bestimmt sehr Hunger. Was? Gronkh Weiji hat zum ersten Mal ein Wildpferd gesehen. Der Anblick der ungezähmten, ungeputzten und rohen Eleganz des Wildpferdes wird nicht so schnell vergessen. Ja. Gronkh hat bestimmt gesagt, oh, ein Pferd, schön. Das... Naja. Ja, der Walle, der schläft noch. Aber auch nicht mehr lange. Ah, ich könnte ja jetzt mal aufstehen. Und Dings wegbringen, weil... Ach nee, er ist ab 8 Uhr. Den lasse ich immer noch schlafen. Ah, der Rumpel, der sieht wieder gut aus. Der freut sich wieder. Hunger hat er zwar auch noch, kann er eigentlich auch mal stillen, den Hunger einfach, und wer ladet die Batterie eigentlich hier wieder auf? Oder hält die ewig? Naja. Also gibt es ja eigentlich noch Festnetztelefone, wenn die ein Handy haben, verstehe ich auch nicht. Na gut, ich habe das auch, aber wird kaum genutzt. Meistens benutzen die Leute ihr Haustelefon, um das eigene Handy zu finden. Das